Die Anzahl der Beamten im Bereich der Deutschen Bahn AG hier über das Bundeseisenbahnvermögen, die werden immer weniger, ja. Aber deswegen werden die Probleme nicht weniger. Und deswegen wird auch der Anspruch unserer Mitglieder nicht weniger, dass sie betreut werden. Ja, wir haben die Beamtenlaufbahn für die Lokomotivführer geschlossen, auch im Bereich unserer Zugbegleiter kommt dort kein neuer mehr nach. Der Altersdurchschnitt wird immer höher und der Wunsch unserer Kolleginnen und Kollegen natürlich auch ins sogenannte Endamt zu kommen, das heißt eine sogenannte Höherbewertung auch übertragen zu bekommen eines Dienstposten, die letztendlich in eine Beförderung mündet, ist da. Wir haben aufgrund verschiedener Einflüsse, insbesondere der Vorstandsregelungen, natürlich ein gewisses Tal durchschreiten müssen. Toi, 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 dieses Tal ist endlich vorbei. Und jetzt gilt es aber, die Begehrlichkeiten von anderen Laufbahnen, insbesondere was die Lokführerlaufbahn angeht, wo wir relativ vernünftige und ordentliche Beförderungsmöglichkeiten haben, auch ein Stück zu schützen. Kann ganz einfach nicht sein, dass andere Berufsgruppen, Laufbahngruppen nunmehr bei uns versuchen, hier Beförderungsdienstposten zu bekommen, die eigentlich denjenigen, den Lokführern, den Disponenten, den Ausbildern zustehen, die seit Jahren diese Tätigkeiten machen. Das ist eine unserer Kernaufgaben. Wir lassen nicht nach, hier beim Bundeseisenbahnvermögen und bei der Deutschen Bahn AG ganz einfach Forderungen zu stellen und zu sagen, so geht's nicht. Wir zeigen Missstände auf und sind auch sehr vehement dabei, hier wieder zu einer Nicht-Nasenbeförderung zu kommen. Das heißt, nämlich genau diese Faktoren wieder wegzukriegen. Es wird schwer, wenn viele Beamte gleich beurteilt sind und alle auch einen guten Job machen, dann denjenigen herauszusuchen nach Eignung, Leistung und Befähigung, der dann diesen Posten bekommen soll. Aber das sind letztendlich Aufgaben von Arbeitgebern. Wir haben die Grundaufgabe, für Fairness zu sorgen und für Gleichberechtigung zu sorgen und vor allen Dingen auch vor Willkür zu schützen, dass eine Nasenfaktorpolitik einfach nicht kommen darf. Derzeit beschäftigen wir uns vermehrt mit Konkurrentenklagen. Wir machen mit Sorge aus, dass wir hier eine erhebliche Zunahme verzeichnen, was Konkurrentenklagen angeht. Und hier kann ich eigentlich nur eine Botschaft versuchen abzusetzen an die Kolleginnen und Kollegen. Bevor Sie die Verwaltungsgerichte anrufen, sollten Sie erstmal die Personalräte um Rat fragen, sich beraten lassen, weil im Allgemeinen kommen diese Konkurrentenklagen, wenn ein Bewerbungsverfahren läuft. Und das bedeutet dann immer, weil der Bewerbungsverfahrensanspruch auf alle Dienstposten, die dort zur Vergabe anstehen, sich auswirkt, die werden komplett ausgebremst. Die Leistungsbeurteilung findet bei den zugewiesenen Beamten durch die Konzernbetriebsvereinbarung und Mitarbeiterführung statt. Dies für alle gleich. Sicherlich, wenn ein Mensch einen Mensch beurteilt, kann man sagen, also ist nicht immer gerecht. Das ist durchaus richtig. Und deswegen ist es aber noch kein Grund, dass man eine Leistungsbeurteilung in Frage stellt, vor dem Gericht in Frage stellen kann, weil der Richter nicht in der Lage ist, den Menschen zu beurteilen. Er stellt nur fest, ob Verfahrensfehler sind. Und das ist das Entscheidende. Und wenn die Leistungsbeurteilung konform der Richtlinie erfolgt ist, dann wird das Verwaltungsgericht nichts anderes sagen können. Alles in Ordnung, kann es nach Hause gehen. Aber dann reden wir über einen Zeitraum über ein oder zwei Jahre, bis der Spruch gefallen ist. Und das ist viel Zeit und auch viel Geld für die Kolleginnen und Kollegen, die dann nicht befördert werden können. Da müssen wir von weg. Im schlimmsten Fall sogar kriegt der ausgewählt worden ist, aber nicht befördert werden kann, aufgrund seiner Verwaltungsanordnung, seinen übertragenen Dienstposten nicht mehr ruhegehaltfähig. Wir sind angetreten hier, um möglichst alle, was unrealistisch ist, aber ein Großteil der zu erwartenden Konkurrentenklagen in der Zukunft, dass wir die von vornherein vermeiden. Denn wir werden alle nicht jünger, sondern eher älter und für den einen oder anderen wird die Zeit knapp. Und was ich eingangs schon sagte, die Problematik, wenn ich einen übertragenen Dienstposten nicht mehr ruhegehaltfähig bekomme, dann ist etwas schiefgelaufen. Okay.